Türrahmen. Hier ist Kraft, Geschick, aber auch Willenskraft gefragt. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen oder vielleicht auch sogar schon selber gemacht. Bleibt bitte hier. Achso, die Schuhe solltet ihr anziehen, genau, das ist fair, du hast sie sogar schon an. Das sind die gleichen Schuhe, damit beide gleiche Bedingungen haben. Ihr müsst euch in einem Türrahmen klemmen und nur mit den Füßen und Beinen dort halten. Oder halt Rücken randrücken, klar. Nach dem Startkommando müsst ihr die Hände wegnehmen. Die Hände dürfen den Rahmen danach nicht mehr berühren. Wer sich länger im Türrahmen halten kann oder mit einem Körperteil den Boden, ohne den Boden zu berühren, gewinnt das Spiel oder darf auch natürlich nicht anfassen. Gewinnt schon das Spiel? Ja, wer runterfällt, hat verloren. Ein Durchgang. Können wir denn mit den Füßen hin, wo wir wollen? Ihr könnt mit den Füßen hin, wo ihr wollt, natürlich nicht den Boden berühren. Damit es fair zugeht, haben beide, wie gesagt, die gleichen Schuhe an. Ihr dürft jetzt einmal kurz probieren. Kann man sich denn so... Probiert einfach kurz aus, wie du meinst. Mit den Händen positionieren und dann... Ihr könnt euch erst positionieren. Kannst du es ruhig, probier es aus. Hallo, bist du noch da? Ja, ich guck mal. Die Hände dürfen da nicht mehr ran, ne? Hände dürfen dann nicht mehr ran. Am Anfang natürlich, um eine Position zu finden. So sieht es zum Beispiel schon ganz gut aus. Und irgendwann dann Hände wegnehmen. So, zum Beispiel. Okay? Dann kommt nochmal runter. Die Füße dürfen überall hin. Die Füße dürfen überall hin, nur nicht und den Boden. Und ich darf nirgendwo anfassen. Irgendwo anfassen und nicht den Boden. Aber jetzt mal rein theoretisch. Nicht ranhängen. Nein, so nicht. Nein. Nee? Nein. Warum nicht? Nein, das ist der Türrahmen, da oben ist eine Wand. Das geht nicht. So, jetzt nochmal Arme ausschütteln. Also, Körper hier in dem Rahmen, nicht den Boden berühren, nicht anfassen. Und wer länger hängen bleibt, gewinnt 100.000 Euro. Schöner kann man es nicht sagen. Trinken, Arme ausschütteln, konzentrieren. Wie gesagt, es ist nicht wirklich nur eine Frage der Muskelkraft, sondern auch Willen. Ich erinnere mich noch an hier Henning Baum und der Boxsack. 20 Minuten, glaube ich. Also es kann noch ein bisschen dauern, meine Damen und Herren. Gut, Attila, Luke. Easy. Bitte auf die Position. Kannst du dich noch festhalten oder noch Pause machen, solange Attila auch nicht hängt. Das soll die gleiche Bedingung für beide sein. Geht's los? Geht's los? So, jetzt auf die Position. Bitte jetzt ranhängen. Oh. So. Auf Moment, Moment. Luke. Der Sender, okay. Das Ding kann ich abmachen? Ton brauchen wir nicht, wir können den Ton gerne abmachen, gar kein Problem. Es geht um viel. Luke, was ist bei dir? Willst du ein Mikro abmachen? Für den Anfang gerne. Ja. So. Okay, danke schön. Aber T-Shirt bleibt an. Okay, jetzt aber auf Position beide. Auf die Plätze, fertig, los. So, jetzt geht's um 100.000 Euro. Was beide, glaube ich, nicht so gleich eingeschätzt haben, ist, dass sie diese Haltung kaum korrigieren werden können. Das geht nicht. Du musst diese Position jetzt innebehalten und wir sehen, sie haben die Augen zu. Das ist jetzt so eine Art Meditation. Was für ein verrückter Abend. 27:1 führte Luke nach 7 Spielen. Dann gewann Attila 4 Spiele in Folge von Spiel 10 bis 13. Und damit führte er. Er hält sich die Ohren zu. Er kann nicht hören, was ich hier spreche.
Und irgendwann werden wir erkennen, dass die Knie zittern. Und dann wird es eine Frage des Willens. Attila ist ein bisschen kleiner als Luke, hat die Beine etwas gestreckter. Schwer zu sagen, ob das ein Vorteil ist. Sie wiegen beide in etwa gleich viel. Attila 83 Kilo, Luke 85 Kilo. Und auch wenn man das den beiden nicht ansieht, es tut weh. Es tut nach all den Stunden hier in dieser Show weh. Die sind viel gelaufen, die haben viel gekämpft. Und jetzt heißt es durchhalten. Irgendwie durchhalten. Zwei Minuten sind um. Wer nachgibt, geht mit leeren Händen nach Hause. 100.000 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Da ist noch kein Zittern zu erkennen. Das sieht bei beiden noch richtig gut aus. Aber das wird sich bald ändern. Was haben sie nicht alles gemacht heute Abend? Hindernisparcours, Armbrustschießen. Und jetzt hängen sie hier im Türrahmen. Drei Minuten 15. Das ist jetzt schon von beiden klasse. Nochmal, es sieht viel, viel leichter aus, als es ist. Haben beide die Augen zu und versuchen sich nur zu konzentrieren. Ein letztes Mal. Wir nähern uns der 4-Minuten-Marke. Ganz ehrlich, hab nicht gedacht, dass das Spiel so lange geht. Und immer noch kein Zittern zu erkennen. Und jetzt will Attila ein bisschen korrigieren. Er darf die Hände nicht am Türrahmen ablegen. Er korrigiert. Hast das Gefühl, der schläft. Vier Minuten 35 Sekunden. It's a mental game. Wird im Kopf entschieden. Wer die 100.000 gewinnt. 5 Minuten, 5 Sekunden. Immer noch kein Zittern zu sehen, nix. Schweiß auf der Stirn.
Und vielleicht nochmal für all diejenigen, die jetzt erst hier einschalten. Das ist Spiel Nummer 15. Hier geht's um die Entscheidung, hier geht's um 100.000 Euro. Er hier, der vegane Star-Koch gegen den Comedian Luke Mockridge. Da korrigiert Attila nochmal. Das hat in der Probe keiner geschafft. Und ich glaube, Luca zusammen mit seinen Brüdern irgendwie so die Tage verbracht. 6 Minuten 43 Sekunden. Er fasst sich auf den linken Oberschenkel, Adela. Geschwitzt. Wie lang geht das noch? Das gibt's ja gar nicht. Ups, rutscht ein bisschen runter. Der Druck lässt einfach ein bisschen nach. Oh, 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 jetzt kämpfen sie beide. Vorsicht, Luke, weg mit der Hand da. Mit dem. So, und jetzt geht die Falterei los. Jetzt wird's zum Willenskampf. Du wirst runtergezogen vom eigenen Körpergewicht, weil die Kraft nachlässt. Die einzige Korrektur, die Luke vornimmt, ist, er nimmt den Kopf auf die linke Seite des Türrahmens. Wir sind jetzt bei 8 Minuten und 30 Sekunden. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Attila sieht es schon nach Kampf aus. Luke hört man nur laut atmen und schnaufen. Kopf wieder rüber. Das kann nicht mehr allzu lange gehen, das ist ja verrückt. Neun Minuten 30. Wer nachgibt, lässt sich 100.000 Euro durch die Lappen gehen. Zehn Minuten sind um. Ja, das ist klasse. Das ist wirklich klasse. Und vielleicht hilft das den beiden, noch mehr Kräfte zu mobilisieren. Und wir reden so oft darüber, dass... Oh, jetzt wird's eng. Ah, und er fällt runter. Und er fällt runter und Attila gewinnt die 100.000 Euro. Was für ein Comeback an diesem Abend von Attila Hildmann. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, Allah, komm her.
Wir gehen mal hier nach vorne. Anna, komm her. Oder so. Attila, Luke, komm nach vorne. Anna, komm nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. 100.000 Euro. Attila Hildmann. Und Riesenrespekt. Wahnsinn. Luke Mockridge. Wirklich ganz, 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 ganz eng, ganz, ganz knapp. Beide hier noch so lange am Türrahmen. Unfassbar. Herzlichen Glückwunsch. Das war's mit Schlag den Star. Die Hälfte dieses Gewinns, ja? Die Hälfte des Gewinns? Die Hälfte des Gewinns, ja? Werde ich dem Tierschutz spenden. Hälfte des Gewinns geht an den Tierschutz. Du hast kein Mikro mehr. Ja? In Nordindien für mein Tigerprojekt. Für dein Tigerprojekt in Indien? Ich okay. Ich will die Wilderei stoppen mit meinem Unternehmen und. Man hört dich nicht. Hier, sag, hier, komm, ich komm sage, mir nah. Ich sage, ich möchte die Wilderei stoppen mit der Hälfte des Geldes. Ja. Und das fließt in mein Tigerprojekt in Nordindien. Vor 100 Jahren, vor 100 Jahren gab es in Indien 100.000 Tiger. Heute gibt es nur noch 1.000. Und das muss beendet werden. Sehr gut, mein Gott. Was für ein emotionaler Schluss. Am 20. Mai sehen wir uns schon wieder mit Schlag den Star. Also dranbleiben, Gewinner des Autos wird unten eingeblendet. Gute Nacht, vielen, vielen Dank, dass Sie so lange wach geblieben sind. Dankeschön, Luke Mockridge. Sensationell, Attila Hildmann. Elmar, dankeschön, Anna. Danke an das gesamte Team. Heute wirklich wieder großartige Arbeit geleistet. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Muah.